Ich stelle mir eigentlich meine Texte immer wie Gebäude vor. Also wo ist der Keller, wo ist der Eingang, wo ist der Ausgang, welche Fenster habe ich, wie ist der Raum organisiert, wie sind die Zimmer nebeneinander, wie stehen die Dinge zueinander. Und ich möchte eigentlich gerne bei meinen Texten selbst immer einen Schritt zurücktreten können und die Umrisse des Textes wiedergeben können. Bei der Frage nach meinen Schreibprojekten muss ich sofort zögern, weil ich überlegen muss, welches von diesen Schreibprojekten soll ich jetzt kurz vorstellen. Und das ist eine der Grundschwierigkeiten, mit denen ich immer wieder zu tun und zu kämpfen habe, dass ich nicht nur an einem Text schreibe, sondern an mehreren Texten gleichzeitig. Und es ist nicht leicht, sich zu fokussieren und auf einen Text sich zu konzentrieren, einen zu schreibenden Text. Und ich möchte ein Projekt vorstellen, ein Schreibprojekt, das mit einem meiner Forschungsthemen zu tun hat, Georg Büchner. Und zu Büchner bin ich dabei, ein kleines Büchlein zu schreiben, das den Titel tragen soll, Büchners Bestiarium. Da geht es um die Tiere bei Büchner, und zwar mit Blick auf die Tatsache, dass in dem schmalen Werk von Georg Büchner, der gar nicht so lange gelebt hat und gar nicht so viele Texte geschrieben hat, 100 verschiedene Tierarten vorkommen. Und das ist wirklich viel. Das sind viele verschiedene Tierarten. Und diese verschiedenen Tierarten versuche ich in einem Schreibprojekt zusammenzufassen. Ich hatte eine ganz frühe Proseminararbeit, eine Arbeit geschrieben über Ernst Jandl, einen Autor, der mich damals auch heute noch sehr beeindruckt hat und beeindruckt, der eben mit seinem dadaistischen Wortspielereien so unglaublich charakteristische Spracharbeit macht. Und ich habe in einer Hausarbeit darüber geschrieben, und in diesem Hausarbeit habe ich das Wort Wirrwarr benutzt, wissend, dass das Wort Wirrwarr eigentlich kein so wissenschaftliches technisches Wort ist, sondern eher so eine Anmutung macht. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Es war nämlich damals die Zeit, in der hat man Hausarbeiten noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und ich wollte unbedingt das Wort Wirrwarr ein bisschen wirr darstellen und habe, weil man Wirrwarr ja mit das Wirre mit zwei R schreibt, das zweite R auf den Kopf gestellt. Mit einer Schreibmaschine heißt das, dass man das Blatt rausnehmen muss, es umdrehen muss, es genau an die richtige Stelle machen muss und dann das R richtig tippen muss, sodass es genau sitzt. Hat mich viel Arbeit gekostet und ich war sehr stolz auf mein wirres Wirrwarr, was ich da in dieser Hausarbeit drin hatte. Und ich hatte einen Dozenten, den ich sehr, sehr geschätzt habe und den ich auch noch heute schätze, einer meiner wichtigsten Lehrer, der sich über viele Dinge in dieser Hausarbeit gefreut hat und da einfach das unterkringelt hat und ein Fragezeichen an den Rand gestellt hat. Das heißt, ich habe gemerkt, der versteht das nicht. Also ich mache mir so viel Arbeit, weil es war ja auch konzeptuell gemeint. Es war nicht nur so, dass ich dachte, ich mache einen Scherz, sondern es war ein Scherz mit Theorie hintendran. Und es ging um die Arbitrarität der Zeichen und wie man Jandl mit Dekonstruktion und Strukturalismus gleichzeitig zusammenbringen kann. Und ich dachte, in diesem Umdrehen des Rs habe ich das alles drin. Und es ist verpufft. Ja, und das fand ich interessant, dass das verpufft, weil ich viel zu sehr von ganz vielen Vorannahmen ausgegangen bin, die man mitlesen muss, um diesen intellektuellen Scherz zu kapieren. Also habe ich gemerkt, es gibt Dinge, die sind im Schreiben eigentlich nur für einen selber interessant. Und entscheidend war für mich, dass ich weiter an solchen Dingen festgehalten habe. Das ist nämlich nicht schlimm, wenn Sachen nur für einen selber interessant sind. Manchmal spricht man beim Schreiben nur zu sich selbst. Gleichzeitig hat mich das damit, war das ein Erlebnis, an dem ich gedacht habe, gut, ich muss vorsichtig sein, sowas darf es nicht zu viel geben. Man darf nicht nur mit sich selbst sprechen, wenn man schreibt. Also geht es auch darum, das abzuwägen und hinreichend zu stabilisieren ausräumen. Im Grunde ist es so, dass man sich beim Schreiben im Detail umso mehr Freiheiten leisten kann, je stabiler
die Gesamtkonzeption ist. Wenn ich ganz stabil argumentiere, wenn ich es gut in die Forschung einbaue, wenn das abgesichert ist, wenn es methodisch stimmt, wenn die Sätze eigentlich laufen und solche Sachen, dann kann ich mir solche Dinge erlauben. Tatsächlich ist es so mit dem eigenen Schreiben, dass es jedes Mal wieder ein neuer Angang ist, ein neuer Ansatz, ein neues Anfangen müssen. Und eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung beim Schreiben für mich ist das Anfangen. Also, dass man loslegt, dass man weiß, jetzt geht es los und so mache ich es. Und da setze ich mich jetzt hin und da bleibe ich dran und so läuft das Argument und reinkommen. Das finde ich einen wirklich sehr, sehr harten Punkt. Und eine zweite große Herausforderung beim Schreiben ist gewissermaßen genau auf der Gegenseite, nämlich die liegt dort, dass man Dinge auch wieder loslassen können muss. Also Dinge, die man geschrieben hat, löschen, wegschmeißen, sagen, das war's nicht. Und zwar nicht nur halbe Sätze, nicht nur Absätze, sondern auch mal Seiten oder, wenn es ums Schreiben von Büchern geht, tatsächlich auch Kapitel. Diese Trennungsarbeit von Textteilen, die ich schon geschrieben habe, mache ich mir immer leichter, indem ich in meine Datei ganz unten eine kleine Zwischenüberschrift mache, die trägt den Titel Reste. Und in diese Reste kopiere ich alles rein, was ich gestrichen habe. Das heißt, ich lösche nicht direkt, sondern ich schiebe das gewissermaßen in einen Zwischenspeicher. Und dieser Zwischenspeicher ist in der Datei selber drin. Und ich sage dann, naja, wenn ich es am Ende brauche und doch noch brauchen kann, baue ich es wieder ein. Und das ist wirklich eine ganz verlässliche Angelegenheit, weil 98% von den Dingen, die in den Resten landen, werden dann am Ende tatsächlich gelöscht. Ja, und das ist, macht es wirklich viel, viel einfacher, diese Sachen zu gehen zu lassen. Dass es ganz viel eine Übungssache ist. Also, dass das Schreiben so etwas ist, das sich vergleichen lässt vielleicht mit dem Musikmachen, dem Beherrschen eines Musikinstruments. Natürlich kann ich besser Saxophon spielen, wenn ich mehr übe, als wenn ich weniger übe. Natürlich gibt es irgendwie unglaublich begabte Leute, die mit weniger Üben weiterkommen als andere, die viel üben. Das ist natürlich auch wahr, aber es ist tatsächlich ein Handwerk, das Schreiben. Das lässt sich viel üben und durch das Üben tatsächlich auch verbessern. Es ist so, ich mache es, dass wenn ich es 10-mal gemacht habe, das 11. Mal besser ist als beim ersten Mal. Vielleicht ist nicht das dritte Mal besser als das 4. Mal und das 7. Mal nicht besser als das 6. Mal. Aber das 11. Mal ist echt in aller Regel besser als das 1. und 2. Mal. Das heißt, der Prozess des Schreibens und das Üben des Schreibens führt zu einem besseren Schreiben. Insofern, Schreiben produziert Schreiben. Und das heißt wiederum, dass es sich wirklich lohnt, Texte zu produzieren, vor sich hin zu produzieren. Also verschiedene Textsorten, kurze Absätze, lange Absätze, kurze Essays, lange Hausarbeiten. Jeder schreibend formulierte Satz macht es leichter, den nächsten Satz zu formulieren. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr wenig, ich sage ganz wenig. Als nächstes werde ich habe gezeigt, dass aus meiner methodischen Perspektive ergibt sich Folgendes. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich das markiere, sondern eher auf eine zwar indirekte, aber ich glaube doch recht transparente Art und Weise. Und zwar, indem ich deutlich mache, dass das, was ich als Argument entfalte, nur ein Argument von verschiedenen möglichen Argumenten ist. Das kann man gut machen, indem man zum Beispiel das eigene Argument in Forschungskontroversen einbettet, es dort positioniert und dann etwas sagt. Zum Beispiel über Büchner und dann in der Fußnote schreibt, vergleiche hierzu hingegen oder so etwas. Ja, dann ist es gleich ganz
sanft markiert, dass es andere Forschungspositionen gibt. Oder man sagt, Vergleiche zur Kontroverse dazu, wie bei Büchner die Gestalt des Doktors konzipiert ist, diesen und diesen Beitrag. Und das kann man dann kurz markieren, was da jeweils gesagt worden ist. Und dann sehen die Lesenden oder können es nachvollziehen, dass das, was ich selbst schreibe, offenbar auch nur eine Position ist. Und das heißt, indem ich das als eine Position markiere, als eine von verschiedenen möglichen Positionen markiere, markiere ich gleichzeitig, dass es wohl meine Position sein muss, die da im Haupttext vertreten wird. Ja, es gibt eine ganze Reihe von stilistischen Faustregeln, die ich völlig verinnerlicht habe. Dazu gehören so ganz einfache Sachen, dass wenn man zum einen schreibt, sollte man auch zum anderen schreiben. Und wenn ein andererseits auftaucht, sollte vorher irgendwo ein einerseits aufgetaucht sein. Also wie baue ich Aufzählungen, wie baue ich Gegensätze und wie klar ist das in der rhetorischen Struktur verankert. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, also dass die Sprache wirklich transparent ist und nicht hakt und stört. Also ich habe beim Schreiben einen großen Transparenzwillen, könnte man sagen. Es soll eine klare Struktur sein. Also da habe ich einen wirklich ganz, ganz klaren Punkt. Die allerwichtigste Ressource, die es fürs Schreiben gibt und für das Schreiben von Studierenden, sind die anderen Studierenden, die auch schreiben. Das heißt, das Schreiben mit anderen zu teilen, das ist wirklich völlig zentral. Und das habe ich mein Leben lang gemacht, das mache ich auch heute noch so. Es gibt keinen einzigen Text, der von mir irgendwo erscheint, den nicht ganz, ganz viele Leute gegengelesen hätten. Im Detail, im Allgemeinen, ihn zerflattert hätten, mir um die Ohren geworfen hätten. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass sich das Schreiben die ganze Zeit, darauf angewiesen ist, Rückmeldungen zu bekommen. Weil ich als Schreibender weiß die ganze Zeit, was ich meine. Das ist doch klar. Und ich kann nicht wirklich in Distanz zu meinem Text gehen. Ich muss es schaffen, diese Distanz mir von anderen gewissermaßen auszuleihen. Und dieses Ausleihen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat zwei Aspekte. Also ich habe selbst als während des Studiums mit einem Freund und dann auch noch so eine kleinere Gruppe mit einem Freund, wir haben alle Texte, die wir geschrieben haben, gegenseitig gelesen. Und wir haben sie uns wirklich Satz für Satz um die Ohren gehauen. Hausarbeiten, bei denen wir uns getroffen haben, und dann 3 Stunden lang über eine Seite diskutiert haben und uns gestritten haben und alles, was man sich nur vorstellen kann, in einer intellektuellen Auseinandersetzung, aber auch in einer stilistischen Auseinandersetzung. Und das ist teilweise wahnsinnig mühsam in dem Sinne, als man ja mit einem Text kommt, den man erstmal so gut findet, dass man ihm irgendjemand anderen zu lesen gibt. Und dann kommt eine Kritik an dem Text. Und dann muss diese Kritik wiederum so formuliert sein, dass man sie auch anzunehmen bereit ist. Dazu ist es total hilfreich, wenn es ein nicht nur fernes, distanziertes, sondern auch ein bisschen freundschaftliches Verhältnis gibt. Aber das ist nicht mal zwingend. Es reicht, wenn man sagt, man schreibt, man schaut sich die Sachen gegenseitig an. Und Tandembildung zum Beispiel ist da wirklich sehr, sehr gut. Ich empfehle das tatsächlich allen Leuten, die bei mir Hausarbeiten schreiben. Machen Sie kleine Gruppen, Zweiergruppen, Dreiergruppen, mehr nicht, sonst muss man zu viel machen, lesen, maximal 4 Gruppen, aber Zweiergruppen ist eigentlich super. Und lesen Sie gegenseitig, was Sie schreiben und gehen Sie ins Kritisieren rein. Die Texte werden besser. Und ich werde dann gefragt, na ja, aber ist das dann noch mein Text? Darf ich das überhaupt, eine Hausarbeit von einem Kommilitonen, einer Kommilitonin gegenlesen lassen und dann abgeben? Und dann sage ich, ja, das dürfen Sie nicht nur, ich empfehle das sogar. Und Sie sind immer noch derjenige, der die den Text autorisiert. Das heißt, Autoren sind Sie. Selbst wenn andere Hinweise gegeben haben. Es waren immer einzelne Entscheidungen, diesem Hinweis nachzugehen und jedem Hinweis nicht nachzugehen. Das ist als Prozess völlig richtig. Und dann hat es noch eine zweite Seite,
dieses Verfahren, denn es geht dabei ja nicht nur darum, dass am eigenen Text gearbeitet wird, sondern dass man sich selbst in die Position von jemandem begibt, der einen Text eines anderen redaktionell, Lektor, als Lektorat, als Argumentationsbeobachter bewertet und daraufhin sich anschaut, was könnte man da besser machen? Und da kann man so unglaublich viel lernen. Also man lernt an den Fehlern der anderen, wenn man sie findet, mindestens so viel wie an den Fehlern, die man selber gemacht hat, wenn andere sie bei einem gefunden haben. Das ist wirklich unglaublich hilfreich. Also zusammen reden, alleine schreiben, zusammen diskutieren. Und dann wieder alleine schreiben und dann wieder zusammen diskutieren. Das ist wirklich unglaublich hilfreich. Ja, die einfache Antwort ist natürlich, dass man mit einem Text nie fertig ist. Ja, das ist klar. Und das stimmt auch gewissermaßen, aber auch nicht so für immer, würde ich sagen. Eine Erfahrung, die ich tatsächlich mit Texten mache, ist, dass wenn ich sie schreibe, natürlich oft denke, oh, vielleicht könnte man das doch ein bisschen genauer machen, das doch hinzunehmen, hätte ich nicht doch das lesen müssen, dafür müsste ich nicht nochmal jenen fragen. Und dann wirkt es oft so, als sei es ein bisschen zufällig, wann man aufhört, an einem Text zu arbeiten, und dann hat das so ein bisschen was Unhaltbares, was da in die Welt geht. Andererseits ist es wiederum so, dass wenn ich dann Texte, die ich selbst geschrieben habe, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, mittlerweile sogar nach 20 Jahren, wieder lese, ich nicht alle gleich gut finde, das ist nicht der Punkt, aber bisweilen dann doch denke, aha, das ist ja ganz schön stabil, das geht ja immer noch. Also so, das ist ja haltbar genug. Das heißt, ich bin nicht fertig und muss ich dann nicht noch dieses und jenes, das hat auch ein bisschen, birgt die Gefahr, zu einer Ausrede zu werden. Also, dass man sagt, naja, ich gebe es noch nicht ab, weil ich ja noch nicht fertig bin. Dabei könnte man es auch abgeben. Also das würde dann zwar vielleicht ein bisschen anders, aber nicht unbedingt besser werden oder so. Und diese Ausreden, etwas abzugeben, die helfen auch nicht wirklich weiter. Das heißt, die Frage, wann ein Text fertig ist, ist letztlich eine Entscheidungsfrage. Also ich bin nicht fertig mit einem Text, sondern ich entscheide mich, dass dieser Text jetzt fertig ist, dass ich ihn als fertig bezeichne. Da muss man tatsächlich unterscheiden zwischen verschiedenen Schreibprojekten. Es gibt kleinere Schreibprojekte, die eine eng umgrenzte Aufgabe haben, bei der ich sagen würde, das geht schon ganz gut. Und das hat auch was mit dieser Übung zu tun. Wenn Sie jeden Tag joggen gehen, dann sagen Sie, okay, heute waren es 4 Kilometer oder 5 Kilometer oder 3 Kilometer oder 8 Kilometer, sei es drum. Also es tut dann gewissermaßen nicht mehr weh. Sie bleiben in Form und in Schwung und können so laufen. Also, und da würde ich sagen, dass es eine Sorte von Texten gibt, bei der muss ich mich nicht zwischendurch motivieren. Da geht es eher darum, loszulaufen. Und dann läuft man los und dann ist man wieder zu Hause. Und dann gibt es die größeren Projekte, so wie zum Beispiel dieses Schreibprojekt, von dem ich am Anfang erzählt habe, Büchners Bestiarium, 100 Tiere, 100 Tierarten. Das heißt, ein Buch, das letztlich aus insgesamt 100 Kapiteln bestehen wird, pro Tierart eins. Das heißt, jedes einzelne Tier will bedacht werden, will beschrieben werden, will eingeordnet, interpretiert werden, auf seinen historischen Kontext rückbezogen werden. Dann soll das Ganze noch so sein, dass es die internen Bezüge zwischen den Tieren klärt. Dann soll das Ganze noch so sein, dass es die Bezüge zwischen diesem zoologischen Wissen und den politischen Aspekten bei Büchner klar macht und auch noch klar macht, inwiefern das eine spezifisch literarische Art und Weise ist, über Tiere zu sprechen. Also es gibt ganz viele Ebenen, die damit verbunden werden müssen. Und es gibt wahnsinnig viel Forschung zu Büchner. Er ist ein so unglaublich durchforschter Autor und es gibt so unglaublich viele Kontexte. Und es ist tatsächlich so, dass selbst wenn man
über die Hühnerlaus bei Büchner spricht. Also es gibt eine Hühnerlaus bei Büchner. Und da anfängt, da etwas zu schreiben, dann endet das bei mir damit, dass ich ein halbes Jahr forsche und einen 30-Seiten-Text habe. Nur wegen dieser blöden Hühnerlaus. Und das kann man natürlich jetzt hochrechnen auf 100 Tiere und dann ist man leider bei einem zu dicken Buch und einem zu kurzen Leben, um das schreiben zu können. Und das heißt, dann geht es darum, das wiederum so zurecht zu stutzen oder einzudampfen, dass es überhaupt machbar ist. Also, dass es halt nicht auf 3 Kilometer runter, aber man kann nicht 150 Kilometer an einem Tag laufen. Also kann man nicht so ein Projekt machen. Also muss es irgendwie was sein, was mit den eigenen Kräften geht. Und dann geht es auch darum, dass man in den richtigen Stellen Pausen einlegt. Wenn man Pausen einlegt bei so einem großen Projekt, das sind große Projekte, die dann nicht, da geht es nicht darum, dass man die in 3 Monaten schreibt, sondern die dauern insgesamt, da sitze ich jetzt schon 4 Jahre dran und ich würde schätzen, nochmal 3, dann könnte es fertig sein. Weil ich natürlich auch noch andere Sachen nebenher machen muss. Aber selbst wenn ich nichts nebenher machen würde, würde das ein paar Jahre dauern, das zu machen. Und da geht es eben dann darum, wie kriegt man das, wenn solche Projekte so in den Hintergrund der alltäglichen Überforderung absinken, wie kriegt man die denn wieder nach vorn, wie kann man dafür Zeit freischaufeln, wie kriegt man sich wieder nah an das Projekt ran. Und die zentrale Motivation für mich beim Schreiben geht tatsächlich von den Gegenständen aus. Das ist der Punkt. Mich interessieren diese Gegenstände. Ich will sie verstehen. Ich will sie entfalten. Ich will den darin liegenden Reichtum befreien und in die Welt schicken. Und das funktioniert mit Schreiben wirklich sehr, sehr gut, weil Schreiben tatsächlich zum einen eine Form der Selbstverständigung ist. Die Dinge, über die ich geschrieben habe, verstehe ich besser als die Dinge, über die ich nicht geschrieben habe. Und weil Schreiben natürlich eine Form der Kommunikation ist. Über die Dinge, über die ich geschrieben habe, wissen die Menschen, die es gelesen haben, mehr als über die Dinge, über die ich nicht geschrieben habe, weil da konnten sie nichts lesen. Also das heißt, es geht tatsächlich um Selbstverständigung nach innen und Kommunikation nach außen. Und das bei Gegenständen, die ich einfach großartig finde. Und das ist die Motivation. Sich immer wieder daran erinnern, das finde ich wirklich gut, worum es da geht. Es gibt zum Glück solche Autoren wie Georg Büchner.